Da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück, Leute. Kommt ihr zu sagen, was ich fürchte? Wir sagen nichts, doch wir zeigen. Eine Vision der Zeiten, die kommen. Kein Lebender oder Toter kann jemals Harvys Hochmut erreichen. Zu glauben, dass du dein Schicksal so ändern könntest. So sehr du dich auch mühst, so sehr du dich auch wehrst, die Fäden des Schicksals binden dich so fest wie ihr dem. Und doch, aus diesem Muster entkommt ein Faden dem Gewühl und haftet sich stur an das Gespinst. Äsir, Vanir, euer Untergang kommt. Die Erde wird beben, die Sonne wird sterben. Jötnar werden eure Wege bevölkern, während es Feuer auf euch herabregnet. Und der große Fenris-Wolf wird sich an eurem Blute laben. Doch du hast einen Weg gefunden, den Schrecken zu überleben. Lass es fließen. Den Tod zu überlisten. Vom Lebensbaum kommen wir. Zum Lebensbaum kehren wir einst zurück. Dein Huga wogt in eine Zeit lange nach der deinen. In eine Zeit, in der du wiedergeboren wirst. Niemand darf folgen. Schon gar nicht Loki. Okay. Es ist getan. Nun stellen wir uns dem Ende. Eine Vision in einer Vision. Richtig Matrix-Style hier. Dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Okay. Asgard-Saga abgeschlossen. Das Schicksal des Erhabenen. Heute sollte ich noch nicht sterben. Gut. Und wie komme ich jetzt zurück? Wache ich nicht mehr automatisch auf? Dann müssen wir den Atlas nehmen. Oder ist das jetzt gerade verbuggt? Müsste ich nicht normalerweise in Asgard erwarten, noch mehr Geheimnisse darauf entdeckt zu werden? Kostet den Trank, um nach Asgard zu reisen. Habe ich doch gemacht. Ich bin in Asgard. Ich komme auch nicht weg. Aber hier ist sonst nichts. Was soll ich hier machen? Aufwachen. Aha. Okay. Also Atlas kann ich noch nicht benutzen. Keine Ahnung wieso. Vielleicht geht das nur, wenn man in Englerland ist, dass man dann auswählen kann, wohin man möchte. Aber gut, dass sie da nochmal, einen Aufwachpunkt auf die Map gemacht haben. So. Und jetzt? Eivor, du bist erwacht. Ich hoffe, du bringst neues Wissen. Ich war wieder in Asgard. Und was hast du gesehen? Ich fesselte den Fenris-Wolf, Lokis Sohn, mit einer unzerstörbaren Leine. Das Biest war erzürnt von meiner Tat. Wir kämpften und ich siegte, aber ich konnte es nicht töten. Du tauchst ein in Legenden. Dinge, die ich nicht für wahr gehalten habe. Gleichnisse. Doch du durchlebst sie wie Erinnerungen.
Ich fühlte jeden Moment und sie waren echt wie du und ich, die wir hier sitzen. Das ist wundervoll. Was sagst du noch? Es gab einen Verrat. Ich betrog meinen Freund Tyr. Ich sah zu, wie der große Wolf ihm den Arm aus der Schulter riss. Ich hätte es mit einem Wort verhindern, ihn warnen können. Aber ich tat nichts. Wie hast du dich gefühlt? Sein Schmerz berührte mich nicht. Da war kein Hass, aber ich bereute meine Gleichgültigkeit nicht. Wie Gift, das nach Wein schmeckt. Maßlose Selbstbezogenheit kann sich so anfühlen. Was hast du noch gesehen? Ich sah eine letzte Vision der Nornir. Das Herannahen von Ragnarök. Da waren nur Feuer und Asche. Ein Chaos, übel wie der Wind aus den Tiefen von Ginnungagap. Doch wir waren bereit für den nahenden Sturm. Zu acht tranken wir Met und gingen gemeinsam unserem Ende entgegen. Das war das Ende der Prophezeiung der Nornir. Wie seltsam. Was sahst du noch? Mehr habe ich nicht verstanden. Also gut, es erscheint mir klar. Der erste Traum sprach von der Furcht vor dem Verrat, die auf dir lastet. Odin schien es angemessen, sein grenzenloses Wissen mit dir zu teilen und den Schatz seiner Erfahrung. Vielleicht soll dir seine Geschichte eine Warnung sein. Seine Gleichgültigkeit ist bedauernswert. Folge nicht seinem Beispiel. Sonst erwartet dich nur Einsamkeit, eine Verbannung schlimmer als der Tod. Ich verstehe. Oder zumindest hoffe ich das. Danke, Valka. Okay. Das war's aber erstmal, oder? Oder kriegen wir jetzt noch eine Quest? Scheint erstmal gewesen zu sein. Und wir müssen immer noch Glühwürmchen fangen hier. Ich weiß zwar noch nicht, wie dieses Easter Egg funktioniert. Aber ich werde es herausfinden irgendwann, wenn ich Zeit dazu habe. Wir geben jetzt erstmal unsere neuen Fertigkeitspunkte aus. Und 315 haben wir jetzt erreicht. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas upgraden können. Können wir hier was upgraden? Hallo Kinder. Nein, wir müssen wieder raiden gehen. Aber erstmal, erstmal müssen wir hier zur Jofrovik, hier wollten wir ja gehen. Das machen wir jetzt als nächstes. Damit wir hier vorankommen. Also, das scheint dort zu sein. Guck mal, weißt du, was wir machen? Wir tippen uns hier hin, nehmen die zwei Raids mit und dann gehen wir dorthin. In der nächsten Folge oder so. Ich glaube, bis ich die zwei Raids durch habe, ist die Folge vorüber. Aber, muss sein, Leute. Damit wir auch hier, unsere Siedlung auf Level Stufe 6 bringen können. Weil dann können wir alle Materialien sowie Tungstenbarren einfach kaufen beim Händler. Und das würde, glaube ich, es alles wesentlich erleichtern. Damit wir hier neue Waffen ausprobieren können und so weiter. So. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Ich will aber nicht ins Gewässer. Ich will eigentlich mit Weißzahn ein bisschen reiten. Let's go. So.
Obwohl, ja, könnte sein, dass ich doch ins Gewässer will, damit wir den Raid starten können. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, hinter dem Hügel. Ist halt nur die Frage, ist es rechts oder links? Ich denke mal hier irgendwo. Da gibt es ja extra so einen Hafenweg und dort startet man dann gewöhnlicherweise den Raid. Ihr könntet den Raid auch starten, wenn ihr in der Burg drin seid und schon mal alles clearen. Aber ich finde, das hat viel mehr Style, wenn man das hier macht, so wie es auch sein sollte. So ziemlich am Anfang und alle zusammen dahin hin rennt, hat irgendwas. Wenn man da zusammen hinrennt statt alleine. Ich meine, dafür sind ja die Raids In die da. Schlacht! Damit man hier mit der Mannschaft dahin reitet, hinreitet, sage ich schon, hinläuft, hinrennt. Los, stirb anständig! Lasst sie bluten und greift euch die Beute! So, greifen wir uns die Beute. Also, hier ist keine Was Beute. gehörst du denn? Ich brech dir das. Was tust du? Habe ich noch nicht ganz kapiert. Oh, wie kommen wir hier rein? Wo brauchen wir gar nicht reingehen, oder? Genau, das war die Truhe, die ich gesucht habe. So, brechen wir hier mal auf. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Die Schädelmaske ist voll cool übrigens. Der hat die jetzt immer an. Solange ich die nicht ausziehe. Wie kannst du es wagen, deinem König zu attackieren? Gibt es hier eine kleine Truhe? Wir müssen irgendwie einen Eingang finden zur Höhle. Ich glaube, das Hey, ist ich schaffe das nicht allein. das, oder? Ich glaube sogar, das ist das. Jawohl. Let's go. Da sind Ich wir. erwarte kein Parfüm. Ups. Beim Angreifen erstmal einen Zivilisten mitgenommen. Man kennt ihn. Wir bringen Gottes Gnade! Da diese Deutsche sind so OP, ich sag's. Ein kleiner Und wenn ihr Doppeldeutsche anhabt. Wenn ihr Q gedrückt haltet, also Q kurz drücken ist ja parieren. Wenn ihr Q gedrückt haltet, dann macht ihr so einen Sprintangriff zum Gegner. Das ist auch ziemlich cool. Ich mach mal ein bisschen Licht. So. Weiter geht's, weiter runter. Was geht? Ich zeig euch das mal. Also ich halte jetzt Q gedrückt. Okay, jetzt hat er die Fackel vorgehalten, weil ich die Fackel in der Hand Ich habe. Aber brauche hier mal normalerweise Hilfe. macht er einen Sprintangriff nach vorne. Zeige ich euch dann gleich, wenn wir oben sind.
Sag gute Nacht. Halte die Töne auf. Mach weiter, Druck! Blute! So. Einmal plündern. Was gibt's hier? Auch Geld. Was gibt's hier? Kleine Truhe. Hier auch plündern. Und hier geht's weiter wahrscheinlich. Ja. Warte mal dort. Achso. Die Truhe haben wir schon. Müssen weiter runter. Geht echt tief runter hier, ne? In diesem Raid. Ich find's gut, dass die mal ein bisschen Abwechslung reingebracht haben. Nicht immer die gleichen Raid-Plätze. Und das sage ich jetzt schon das zweite Mal. Das heißt, ich bin sehr begeistert davon, dass sie es, dass sie nicht immer die gleichen Gebäude benutzen, so wie in Odyssey. Echt, in Valhalla ist, gibt sehr viele Sachen, die mir positiv gefallen. Als allererstes mal die Nebenquests, ja. Es gibt so viele verschiedene Nebenquests, dass ich Valhalla nur loben kann. Was das betrifft. Aber halt, die Bug-Anzahl war ein bisschen übertrieben. Und ist immer noch. Habt ihr ja gesehen in Jotunheim. In Jotunheim habt ihr ja gesehen, die Nebenquest war verbuggt. Sind halt so. Ja. Wenn das auch noch behoben wird, dass wir ein bugfreies Produkt bekommen und nicht ein kaputtes Produkt kaufen, dann bin ich echt sehr begeistert von der Entwicklung von Ubisoft. Wie viel Mühe sie da reinstecken. Aber auch erst dann. Nicht vorher. Wenn man schon ein Produkt verkauft, dann sollte man es richtig tun und nicht halb. Gibt ja nicht umsonst sowas wie Spieletestung. Und wenn, wenn 10 Spieletester nicht ausreichen, dann muss man halt mehr einstellen. Oder mehr Zeit investieren. Und wirklich alles genau abchecken, ob das bugfrei ist oder nicht. Weil es ist nicht die Aufgabe der Spieler, die Bugs herauszufinden. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, ich wollte euch kurz den Laufangriff zeigen. Das mache ich jetzt. Und zwar sieht der so aus. Also so. Der ist schon tot, deswegen macht er das gerade nicht. Also wenn ihr Q gedrückt haltet, genau, dann rennt der so vor und macht dann seinen Angriff. Und das macht halt sehr viel Schaden. Gut. Gehen wir zum nächsten Raid. Oh. Bilestun-Sumpf. Da ist ein Jagdgebiet. Vielleicht ein legendäres Tier. Könnte sein. Wir schauen da gleich mal vorbei. Ist eher auf unserem Weg. Nach dem Raid. Nach dem zweiten Raid. Ja, sonst gibt es in letzter Zeit nicht viel zu besprechen. Ich freue mich, dass unser Kanal weiterhin wächst. Zwar langsam, aber auf jeden Fall im positiven Sinne. Und ja, ansonsten genießt weiterhin die Let's Plays und los! Mal schauen.
Was wir jetzt als nächstes machen, wenn Watch Dogs fertig ist. Dauert ja nicht mehr lange. Hör! Müsste auf jeden Fall bis spätestens Januar, Februar Watch Dogs fertig haben. Damit wir Far Cry Let's Playen können. Far Cry 6 kommt ja jetzt nächstes Jahr raus. Anfang nächstes Jahr. Irgendwann im Januar oder Februar, denke ich mal. Vielleicht sogar auch März. Dann haben wir genug Zeit bis dahin. Und jetzt ab Januar werde ich COD Cold War Zombie Stream. Hoffentlich, wenn alles gut geht. Weil, ja, ich hatte das schon länger in Planung, Zombie-Modus zu streamen. Also jetzt nicht als Let's Play, sondern einfach nur im Stream ein bisschen chillen, Zombies killen und dann nebenbei labern mit euch. Und ja. Ich spiele sehr gerne Zombie-Modus schon seit Black Ops 1. Deswegen war das schon länger in Planung in meinem Kopf. Nur habe ich irgendwie die letzten Teile haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen wusste ich nicht, ob ich das bringen soll. Und dann ja. Arbeit und so weiter und die ganzen anderen Projekte. Musste mich mich selber erstmal einfinden und alles ordnen. Und jetzt, wo ich alles sortiert habe, so in meinem Kopf, wie das alles verlaufen soll, wie ich mir das vorstelle, kann man sich auch mal ich darf mich nicht für die lassen. Zukunft nächste Projekte überlegen. Gut. Die sind jetzt nicht gekommen, oder? Nein. Okay, dann müssen wir das hier machen. Also nochmal, Raubzug beginnen. Kommt, meine Wölfe! Kommt, meine Wölfe! Nehmt ihr Gold und brennt den Rest nieder! Hier etwas zu looten. Looten, 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 looten. Ich will den Wurfspieß. Da, ich hasse es jedes Mal, wenn ich. Der ist das Problem, der da oben. Na, ich gehe jetzt einfach weiter, egal. Jedes Mal, wenn ich mehrere Gegner anschießen will mit dem Bogen und jemand schießt mit dem Bogen auf mich, dann wird das abgebrochen, noch bevor ich genug Schaden zusammen habe. Ist echt mies. Los, ich brauche hier Hilfe. Los, ich brauche hier Hilfe. Los! Ein Rohmaterial. Nice. Da oben ist auch was. Rück den Feigling da runter! Was für Feigling? Du hast die. Ha!
Der hat den Knall nicht gehört, Feigling, sagt er. Der hat den Knall nicht gehört. So. Haltet mir den Rücken! Du verstrahlst! Alles klar. Hier unten haben wir soweit alles gelootet. Du wirst dich wohl ergehen. Verfluche dich! Dein Schicksal wartet schon! Gehen wir nach oben. Feigling! Schießt! 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 Das ist, glaube ich, einer der höheren Raids hier, weil es hier so viele spezielle Soldaten gibt. Aber die sind auch mittlerweile kein Problem für mich. So, brechen wir mal hier die Tür auf. Ich brauche Hilfe! Nice. Danke. So, dann die andere Tür. Und zu allerletzt gehen wir dann in die Cache rein. Da gibt es gleich zwei Truhen. Hey, hierher! So. Ich brauche hier drüben Hilfe. Bitte. Reichtum erworben. Rohmaterial. Nice. Hey! Habt ihr das gerade eben gesehen? Oben war ein Gegner, der hingefallen ist. Also ich weiß nicht, ob tot umgefallen oder. Genau, haut mal ab. Los, ich brauche hier Hilfe. Wir müssen uns auch so langsam mal um die restlichen Ordensmitglieder kümmern. Schnell zurück zum Schiff. War hier nicht noch eine Truhe? Ja, natürlich war hier noch eine Truhe. Ich bin doch nicht blind, mein Lieber. Ich bin nicht blind. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann öffnet ihr am besten, nachdem ihr soweit alles, was ihr mit V gedrückt halten, markiert habt, genommen habt. Macht ihr am besten kurz nochmal die Map auf und zoomt dran. Manchmal habt ihr gelbe Punkte vergessen, die ihr dann noch mitnehmen könnt. Das gibt euch nochmal schön viel Materialien. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum Sumpf, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Gucken wir mal, ist das ein legendäres Tier oder nicht? Ich denke schon. Könnte gut möglich sein. Oder einfach nur ein Jagdrevier. Hier! Das war mein Lieblingswolf. Keiner darf Weißzahn anfassen. Weißzahn, bleib hier. Weißzahn. Keine Sorge, ich beschütze dich. Ja! Blöden Wölfe.
Geh mal weg, Fuchs. Du wirst hier noch gejagt. Das ist doch 100 pro im Bossfight, oder? Na, sehen wir jetzt. Komm, geh runter. Oh. Dass der so kleine, kleine Dinger, kleine Hügel nicht runterspringen kann, ne? Erzähl mir doch keinen... Ja. Das ist ein Bossfight. Das Blumenschwein. Ja, komm mal her. Alter, wie die Lebensleiste einfach runtersickert. So geil, wenn man einen hohen Level erreicht hat. Das ist einfach so geil. So viel angenehmer, das Spiel. Da sieht man mal, dass es auch seine lohnenden Seiten hat, wenn man hoch ist im Level. Bei den normalen Gegnern haben die das jetzt ein bisschen angepasst durch den neuen Patch. Gut geschlagen. Da wurden die so ein bisschen an ihre Power angepasst. Das heißt, jetzt sagen wir mal, ein Gegner, der Level 240 ist und ihr seid 300, dann sind die auch 300. So. Hör! Jo, vorweg, wir kommen. Dann klettern wir mal hier hoch. Warum gibt es hier einen Gegner? Weil es hier eine Truhe gibt. Ergibt Sinn. Ach, stimmt ja, Jofovic ist ja im Norden. Ach, hier ist ja wieder Schnee. Wie Schnee liebe, ne? Als ich Schnee gesehen habe damals im Dings, im geleakten Fotos oder Videos, dachte ich mir so, Alter, wie geil. In der Grafik Schneelandschaft zu spielen. Auf beiden Seiten unerbittlich gekämpft. Finde ich. Das ist meine Meinung. Zeichen eines Kampfes. Nehmen wir den Aussichtspunkt erstmal. Und dann beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann herausfinden, was in Jofovic hier passiert ist. Warum hier die Wachen angegriffen worden sind und so weiter. Also, wie immer, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.